Wir haben ein Praktikum am Campus Villach der FH Kärnten gemacht. Unser Praktikum hat sich um Biodiversitätsforschung gedreht, weshalb unsere Aufgaben immer in Verbindung mit Artenvielfalt standen. Hauptsächlich haben wir nach Social-Media-Verknüpfungen für unser Projekt gesucht, Bilder von einer Insektenkamera analysiert oder Literatur verwaltet. Am schönsten war es für uns, auch mal nach draußen zu kommen und live bei der Forschung dabei zu sein. Unser erster Feldeinsatz war im St. Lorenzer Hochmoor, wo wir einen Einblick in den Geotag bekommen haben. Der Geotag ist ein Zusammentreffen von Experten und Expertinnen, um die Artenvielfalt in den Nockbergen zu bestimmen. Die Arbeiten, die man hier im Video sieht, waren hauptsächlich für Videoaufnahmen, um zu dokumentieren, mit welchen Methoden man die Biodiversität erheben kann. Unsere Lena taucht den Messstreifen in das Hochmoorwasser, um ihn daraufhin von Klaus in unserem mobilen Messgerät auswerten zu lassen. Das Hochmoor ist ein sehr nährstoffarmes Gewässer, dazu hat es noch einen niedrigen pH-Wert von 5,5 und ist daher sauer. Wir sind auch zweimal mit Peter in die Weinetzen bei der Schütt gefahren. Dort haben wir eine Insektenfalle überprüft und die Insekten mitgenommen. Die Insektenfalle funktioniert, indem die Insekten nach oben ins Sonnen- oder Mondlicht fliegen wollen und dann in Ethanol eingefangen und konserviert werden. Die Proben müssen immer beschriftet werden. Wir haben Kameras aufgestellt und abgeholt. Diese Kameras machen alle 30 Sekunden ein Foto. Hierbei ist es wichtig, dass die Kameras im Schatten stehen, um nicht zu überhitzen und dass die Bilder scharf sind. Diese Fotos haben wir dann mit dem Programm Labelbox ausgewertet, indem wir die Insekten auf den Fotos markiert und identifiziert haben. Diese ausgewerteten Daten werden dafür verwendet, um eine künstliche Intelligenz zu trainieren, sodass diese in der Zukunft sie selbst erkennt. In der zweiten Woche haben wir das Smart Lab im Lakeside Park besucht. Dort haben wir an ein paar Workshops teilgenommen und haben unter anderem eine Brücke gebaut, eine Tasche bedruckt und haben im Naturschutzgebiet Heuschrecken gefangen. Außerdem durften wir in der zweiten Woche am Silbersee bei einem Test von Unterwasserdrohnen dabei sein. Die gelbe Drohne gehört unserem Forschungsteam. Diese haben wir mit einer anderen, doppelt so teuren Drohne einer anderen Forschungsgruppe verglichen. Wobei die Kamera bei unserer Drohne noch nicht so ganz funktioniert hat. Leider. Unsere letzte und sehr lehrreiche Arbeit im Freien bestand darin, DNA-Proben zu sammeln. Auch dies ist eine Methode, um die Biodiversität an bestimmten Orten zu erheben. An diesem Tag haben wir die Proben am Seebach, Magdalensee und am Silbersee gemacht. Heutzutage ist es eine sehr schnelle, genaue und günstige Methodik. Als ersten Schritt steigt unser Adrian ins Wasser, um eine Wasserprobe zu entnehmen. Pumpe und Filter müssen vorbereitet werden. Wasser wird durch einen Filter gepumpt, bis sich genug Schuppen oder Überreste im Filter verfangen haben. Zunächst pressen wir den Filter aus. Dann ziehen wir etwas DNA mit einem Streifen heraus und waschen übrig gebliebene Bakterien ab, sodass nur die DNA übrig bleibt. Das gewünschte Endergebnis ist ein Fläschchen mit möglichst reiner DNA. Insgesamt hat uns das Praktikum sehr gut gefallen. Die Außenarbeiten waren oft spontan und überraschend. Trotzdem hatten wir jedes Mal viel Spaß. Gelernt haben wir für die Zukunft, dass man beim DNA-Probennehmen schnell nass werden kann und wie so Forschungseinsätze ablaufen.